Schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sex Appeal und Charisma to go. Mein Name ist Nicole Davido, ich bin Life- und Beziehungscoach und Expertin im Thema Manifestation. Und heute geht es um ein großes Thema. Es geht um das Thema, oder besser gesagt um die Frage, warum wir uns betäuben. Und ja, wir leben irgendwie in so einer Ära der Abhängigkeit. Also es ist so ein Teil unserer Kultur, ja, zu konsumieren, so Consumer Culture. Und es ist auch so irgendwie normal geworden, dass wir ganz, ganz viel konsumieren und dass wir irgendwie abhängig sind von gewissen Dingen und wir hinterfragen das überhaupt nicht mehr. Und ich habe vor allen Dingen in meinem Leben eine ganz bestimmte Abhängigkeit, worüber ich heute spreche. Das war so ein Erwachen, welches ich hatte in den letzten Monaten. Das habe ich überhaupt nie hinterfragt. Das war einfach mein Normal. Und ich möchte aber, und das ist ja ein Teil meiner Vision, ein Teil meiner Mission, ist es, dass wir die Dinge freaking hell hinterfragen, ja, weil sie uns nicht gut tun, weil sie uns nichts bringen, weil sie uns nichts weiterbringen, weil sie uns vor allen Dingen unser authentisches Ich rauben, unsere Authentizität rauben. Und das war für mich einfach in den letzten Monaten nochmal so ein Wow-Augenöffner. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Episode dient, dass du auch ehrlich hinschauen kannst, schauen kannst, was konsumierst du, ohne überhaupt das zu hinterfragen, aber was dir vielleicht jetzt gerade so unglaublich viel Freiheit, Leichtigkeit, innerlichen Frieden raubt. Ja, und ich freue mich deswegen so sehr, diese Podcast-Episode mit dir zu teilen. Es wird eine sehr intime Podcast-Folge, es wird eine sehr persönliche Podcast-Folge. Also teile sehr gerne mit mir, ob sie dir geholfen hat. Schreib mir gerne bei @NicoleDavido auf Instagram. Sag mir Bescheid, ob sie dir gedient hat, die Folge, weil ich mich dann wieder sehr nackig mache. deswegen liebe ich es immer, von dir zu lesen. Ich danke dir von Herzen. Auch für so viel Support, was den Podcast angeht. Ich bin da einfach unglaublich dankbar für. Genau. Und bevor es gleich losgeht, vielleicht hast du es schon gesehen, gehört, mein Manifestation Bootcamp hat die Türen geöffnet. Und wenn du mit mir gemeinsam ins neue Jahr starten willst, wieder ja, Leichtigkeit, Vertrauen, Liebe, Fülle in dein Leben einladen möchtest, dann lade ich dich herzlich zu meinem Manifestation Bootcamp ein. Das Ganze findet statt am 7. und 8., also erste Wochenende im Januar. Und ich teile mit dir meine persönliche Manifestationsformel und wirklich ja einen Step-für-Step-Plan, wie du dir das geilste, schönste, most amazing 2023 manifestierst. Ich teile dir vor allem mit mir so meinen ganz persönlichen eigenen Plan. Also von daher, ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein. Jetzt geht's aber erstmal los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Warum wir uns betäuben? Das ist eine sehr wichtige und sehr große Frage. Und heute in dieser Podcast-Episode möchte ich mit dir wirklich über Abhängigkeiten sprechen. Ich möchte mit dir über Sucht sprechen. Ich möchte mit dir über diesen Need sprechen, den wir haben, die meisten von uns auf jeden Fall, um irgendein leeres Loch zu füllen, irgendwelche Gefühle nicht zu fühlen und deswegen wir immer und immer wieder Dinge im Außen tun, um uns zu betäuben und das uns aber unsere Authentizität raubt. Es raubt uns vor allen Dingen auch die Lebensfreude, die Lebensenergie, die Leichtigkeit, das Vertrauen an uns selbst, an das Leben. Und ich möchte vor allen Dingen mit dir darüber sprechen, wie ich in den letzten Wochen wirklich wach geworden bin. Wach geworden bin zu einer Abhängigkeit, die ich fast 20 Jahre lang hatte. Eine Abhängigkeit, die ich nie als Abhängigkeit klassifiziert habe und wo mir mein Quatschi Jahr über Jahr immer wieder erzählt hat, dass das doch eigentlich alles okay ist, dass das normal ist und dass das okay ist. Ja, ich werde gleich mit dir teilen, ganz genau, wovon ich abhängig war für fast 20 Jahre. Aber es war wirklich ein Erwachen für mich in den letzten Monaten und hat mir so unglaublich viel Freiheit und Leichtigkeit und lass uns mal wirklich bei dem Begriff Freiheit bleiben. Weil wenn wir abhängig sind, dann raubt das uns die Freiheit. Ja, und es ist eine wichtige Folge für mich, weil ich da auch einfach mal jetzt über diese Abhängigkeit offen spreche. Die meisten meiner Freunde würden das jetzt wissen oder Menschen, die mit mir nahe sind, aber du weißt es bestimmt nicht. Und das ist auch okay. Und heute wirst du es wissen und das ist auch okay. Das muss ich mir gerade so selbst sagen. Ich habe den Impuls, das mit dir einfach zu teilen, weil ich hier meine Journey in diesem Podcast teile. Und ich weiß, dass das dir auch helfen kann. Und ich möchte heute wirklich
dich so von vornherein sensibilisieren, dass wenn ich über Abhängigkeiten spreche, über Sucht spreche, über Dinge spreche, mit denen wir uns betäuben, dass ich ja damit jetzt nicht nur Alkohol und Drogen oder Zigaretten oder whatever, so diese Dinge, womit man so ganz schnell Sucht verbindet. Also damit, ich will wirklich mit dir heute darüber sprechen, wie du vielleicht abhängig bist, obwohl du vielleicht nicht abhängig bist von Alkohol oder Drogen oder von irgendwelchen Dingen, die wirklich so obvious sind. Weil ich bin der Meinung, dass Abhängigkeit auch über so, können wir sagen mal so, Substanzen hinausgeht, denn auch ganz viel Netflix schauen ist eine Abhängigkeit, ganz viel negatives Denken, ja, immer wieder diese negativen Gedankenschleifen, wirklich ungesunde, toxische Beziehungen, immer wieder in so toxische Beziehungen sich hineinzubegeben, ist meiner Meinung nach auch eine Abhängigkeit. Dann lass uns mal über Social Media sprechen, über Instagram und Co., immer wieder scrollen, immer wieder scrollen. Dann natürlich so etwas wie Porno, Sex, ja, magersüchtig, also auch Essstörungen, kennst du ja meine Geschichte vielleicht, wenn du den Podcast schon länger hörst, auch. Auch das ist auf eine Art und Weise eine Abhängigkeit. Kaufsucht, auch eine große, große, große Sucht, eine große Abhängigkeit. Aber auch so Dinge wie Kaffee, ja. Natürlich ganz bestimmtes Essen, emotionales Essen, wie wir es nennen. Auch das hat ja was mit Abhängigkeit zu tun. Und dann kenne ich Menschen, die abhängig sind von Sport, die abhängig sind von irgendwelchen Computerspielen, ja. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Art und Weisen, wie wir uns betäuben. Warum wir uns betäuben, ne? Der erste Grund, den ich jetzt mit dir direkt teile, ist natürlich, weil wir irgendetwas nicht fühlen wollen, weil wir irgendein Loch füllen wollen, weil irgendwie wir glauben, es reicht nicht aus. Und deswegen, wir leben ja auch in so einer Abhängigkeitskultur, würde ich mal sagen, wo wir auch jeden Tag suggestiert bekommen, irgendwie, wir reichen nicht aus, das, was wir besitzen, reicht nicht aus. Und das führt dann natürlich zu sehr viel innerlichen Stress und das führt dann dazu, dass wir ganz viele Dinge kaufen wollen oder dass wir dann essen oder dann natürlich so das, was natürlich so the obvious ist, dann so etwas wie Drogen nehmen, Alkohol trinken, Gras rauchen und auch andere Drogen in Form von Pharmaceuticals, also Dinge, die dir vielleicht verschrieben werden. Und es geht auch jetzt nicht hier darum, irgendetwas sozusagen, es ist gut oder schlecht oder irgendwie sowas, sondern ich teile mit dir so meine Erfahrung, was das Thema Abhängigkeit angeht und wie auch meine Abhängigkeit oder meine Abhängigkeiten, meine Süchte, whatever you want to call it, dass das auch mir meinen höchsten Wert geraubt hat und das ist Freiheit. Und dass ich in den letzten Monaten für mich vor allen Dingen wieder Freiheit gewonnen habe und da gibt es meiner Meinung nach nichts Schöneres und meiner Meinung nach ist das auch die Quintessenz eines glücklichen, erfüllten Lebens, ist es, sich frei zu fühlen, frei entscheiden zu können, ob ich jetzt irgendetwas konsumieren will oder nicht, frei entscheiden zu können, wie ich auf eine gewisse Sache reagieren will, ja, frei entscheiden zu können, auch von was ich mich löse, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Das ist für mich ein wirklich erfülltes und erfolgreiches Leben leben. So, ich möchte jetzt erstmal damit starten, was ist überhaupt eine Abhängigkeit und warum werden wir abhängig? Ja, also ich habe da in den letzten Wochen, Monaten und auch schon davor so viel Recherche gemacht. Ich habe mich immer wieder mit Studien auseinandergesetzt, immer wieder mit Menschen auseinandergesetzt, die sich in diesem Gebiet spezialisieren, wie zum Beispiel einer meiner größten Mentoren, Dr. Gabor Mate. Wenn du Dr. Gabor Mate nicht kennst, dann lade ich dich herzlich dazu ein, da einfach mal einen TED-Talk anzuschauen oder The Wisdom of Trauma. Das ist eine Dokumentation, kannst du dir auch anschauen. Das ist wirklich sehr bewegend und er hat sich spezialisiert vor allen Dingen auf Abhängigkeit, ja. Dann habe ich mich auch viel jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen mit Russell Brands Buch auseinandergesetzt, Recovery, einfach weil ich natürlich selbst gerade das Thema für mich so unglaublich dolle angehe und auch hier habe ich nochmal sehr viele Insights gewonnen, ja. Und es gibt viele verschiedene Definitionen von dem Thema oder von dem Begriff Abhängigkeit. Ich habe für mich zusammengefasst, was für mich Abhängigkeit bedeutet. Und es ist für mich persönlich ist Abhängigkeit ein Ausdruck von Leid, es ist ein Ausdruck von Trauma, es ist ein Ausdruck von traumatischen Erfahrungen aus der Kindheit, die niemals verarbeitet wurden.
Ja, also oft glauben wir, dass es zum Beispiel in der Sucht so um die Substanz selber geht, so, oh, es sind die Zigaretten oder es ist irgendwie das Shopping oder es ist irgendwie das Gras oder das Alkohol oder irgendwie die toxischen Beziehungen, das ist das Problem. Aber das Problem ist viel tiefer als das. Das Problem ist, dass wir irgendwo ein Gefühl haben von Inadequacy. Sprich, wir fühlen uns so unangemessen, wir fühlen uns so falsch, wir fühlen uns so, als ob wir nicht so dazugehören. Und Russell Brand schreibt auch so schön, Addiction is the attempt to solve the problem of disconnecting. Also es ist so dieser Need, wirklich wieder Verbundenheit herzustellen. Wir glauben, wenn wir scrollen oder wenn wir das Glas Wein trinken oder wenn wir kiffen oder irgendwie mit irgendjemand ins Bett steigen, also so Sex Addiction oder diese ganzen verschiedenen Abhängigkeiten, ganz viel Essen, dass wir uns für einen kurzen Moment verbunden fühlen, für einen kurzen Moment auch sicher fühlen. Und das ist ja aber auch Trauma. Trauma ist ja dieses, ich fühle mich nicht sicher. Ja, das ist ja auch so ein desreguliertes Nervensystem. Und das stammt alles von der Kindheit. Das heißt, weißt du, oft wollen wir irgendwie so im Außen anfangen und sagen dann einfach so, jetzt Ach und Krach und Willenskraft, jetzt hör einfach auf zu rauchen oder jetzt hör einfach auf, so viel zu shoppen oder so viel zu essen. Aber wir müssen da tatsächlich die Wurzel angehen. Warum wollen wir das überhaupt? Welches Gefühl wollen wir damit denn eigentlich beim Essen wortwörtlich stopfen? Welches Gefühl, ja, kann ich nicht aushalten, weil ich das mit einer traumatischen Kindheitserfahrung verbinde und da ein Anteil in mir ist, der gesagt, das möchte ich nie wieder fühlen. Und deswegen greife ich lieber zu irgendwelchen Substanzen oder Dingen im Außen, damit ich diese Dinge nicht fühlen muss. So, und das habe ich kognitiv auch schon lange verstanden, weil ich mich ja mit diesen ganzen Themen schon lange auseinandersetze. Und trotzdem gab es eine Abhängigkeit in meinem Leben, die ich ja, wie ich dir gleich erklären werde, nicht als Abhängigkeit eingestuft habe, aber sie trotzdem eine starke Abhängigkeit war und auf jeden Fall mich extrem zurückgehalten hat von sehr, sehr, sehr vielen Dingen und vor allen Dingen von einer innerlichen Freiheit, die ich jetzt habe. So, ich möchte dir jetzt aber erstmal so ein bisschen meine History erzählen, was Abhängigkeit angeht. Ich bin jetzt inzwischen nach so viel Reflektieren und so viel Blick nach innen richten, ist mir aufgefallen, dass ich schon so lange irgendwelche Themen habe mit Abhängigkeit. Also schon als Kind habe ich meine Emotionen mit Essen gestopft. Ich bin der Meinung, dass ich als Kind schon in irgendeiner Form zuckerabhängig war. Und das kannst du für dich auch mal schauen. Wann hast du angefangen mit gewissen Abhängigkeiten? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist jemand, der ganz viel isst, wenn du zum Beispiel traurig bist oder wenn du so, ja, das Gefühl hast, du wirst gestresst oder sowas. So, ich habe das als Kind schon gemacht, so als wirklich, so, ich erinnere mich so als Elfjährige, als Zehnjährige, also wirklich jung, dass ich schon Gefühle mit Essen gestopft habe. Und dann hatte ich extrem viele Probleme in der Schule, war sehr hyperaktiv, ist wahrscheinlich auch im Zusammenhang gewesen, dass ich irgendwo schon so früh eine Zuckerabhängigkeit hatte und wurde dann zum Schulpsychologe geschickt. Der hat dann mit mir so ein paar Multiple-Choice-Questionnaires gemacht und hat dann ADHS diagnostiziert und mir Ritalin verschrieben. Ritalin ist eine Prescription-Drug, also etwas, was dir quasi verschrieben wird bei ADHS zum Beispiel. Das ist etwas, was extrem stimulierend ist. Also das fährt auf jeden Fall das Nervensystem extremst hoch. Ich habe das dann genommen. Also ich meine, meine Mutter hat mich gleichzeitig auch zu einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar geschickt und das ist auch so, wo meine Manifestier-Story angefangen hat. Hast du vielleicht auch schon mal gehört von mir. Also ne, gleichzeitig hat meine Mutter ja sogar den anderen Weg probiert und das hat auch wirklich fantastisch funktioniert. Nichtsdestotrotz musste ich in ein System reinpassen. Ich musste Dinge lernen, die mich nicht wirklich interessiert haben. Ich war sehr unkonzentriert bei der Schule, in der Schule. Das war aber heutzutage, weiß ich auch, dass das nichts mit ADHS zu tun hatte, sondern dass es damit was zu tun hatte, dass ich einfach ein dysreguliertes Nervensystem hatte und Bedürfnisse hatte, die in dem Moment Menschen im Außen nicht, womit die nicht klarkommen konnten. Und das ist auch nichts gegen diese Menschen. Das waren einfach Menschen, die einfach dazu nicht weit genug waren, bewusst genug waren. Und das ist auch völlig okay. Ich habe aber Ritalin genommen. Mir wurde Ritalin verschrieben und das hat mich extrem hochgefahren. Und dann kam so die Teenage-Zeit. Also das war in der Teenage-Zeit. Und dann haben so die Menschen angefangen zu rauchen, Zigaretten zu rauchen. War cool. Ne? Ist ja auch cool gewesen, damals zu rauchen. Und man will ja dazugehören. Also habe ich auch geraucht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass wenn ich Ritalin
hingenommen habe zum Lernen, damit ich mir den ganzen Kram merken kann und mich einfach auf die Sachen konzentrieren kann, dass mir dann die Zigaretten helfen, um mich so ein bisschen runterzufahren, weil mich Ritalin extrem anxious gemacht hat, also extrem nervös gemacht hat innerlich. Und dann ein bisschen später, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 15, 16 war oder sowas, kam dann das mit Marihuana noch mit dazu. Da habe ich dann gemerkt, boah, krass, wenn ich dann Ritalin genommen habe, was mich ja so extrem hochgefahren hat. Ja, also es ist ja wie so Kokain, ja, also meiner Meinung nach heutzutage, ja, wo ich auch Kokain kenne aus meinen 20ern so, bin ich so krasser Scheiß. Die haben mir einfach fast wie so Kokain gegeben, als ich Teenie war, aber okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich Gras rauche, dann fährt das mich noch mehr runter. Und so wurde ich dann abhängig von Gras, ja. Also es ist so die eine Sache in die andere und es ist einfach auch so a little bit the problem with the system. Also das ist auch heute, kann ich da sehr, sehr, sehr reflektiert und auch sehr kritisch an das Ganze rangehen. Also es ist okay, meine Seele hat sich das Leben so gewählt, ja. Also ich gehe da nicht so in die Opferrolle, oh, ich arme, das wurde mit mir gemacht, sondern ich bin auch der Meinung, dass das Erfahrungen waren, die ich machen durfte, um die Person zu werden, die ich heute bin. Und so möchte ich auch, dass du zurückschaust auf deine Abhängigkeitsstories, wenn du sie hast, ja, und auch selbst da einen Sinn drinne findest, weil das ist, hat mir immer und hilft mir in meinem Leben immer und immer wieder, ja. Aber es war keine leichte Zeit. Ich glaube, dazu kam dann auch noch, dass ich dann durchs Grasrauchen auch viel mehr gegessen habe, weil das macht ja so Munchies und sowas. Und dann habe ich mehr Ritalin genommen, weil ich Angst hatte, dass ich dann zu dolle zunehme und habe dann auch zu und abgenommen, bin dann hart in eine Essstörung reingeschlittert und eine Essstörung ist auch eine Art von der Abhängigkeit. Das ist auch so eine Art von, ich will in irgendeiner Form nochmal Kontrolle gelangen. Also habe ich dann sehr intensiv mich auch zum Teil abgehungert, dann wieder ganz viel gegessen. Also auch noch die Abhängigkeit von der eigentlichen Essstörung. Also man nennt das ja auch Magersucht. Ja? Auch das, dieses Abhungern, Hungern, Hungern ist auch auf irgendeine Art und Weise die Sucht. Und ja, so waren dann irgendwie so die End meiner Teenage-Jahre, die Anfang meiner 20er. Und ich habe mich in so einem vicious Cycle von verschiedenen Abhängigkeiten befunden und so richtig helfen konnte mir auch keiner, weil ich nicht in dem bestimmten Umfeld war. Und dann kamen auch die wilden 20er, dann kamen auch andere Drogen mit ins Spiel. Ritalin war dann ein Glück nicht mehr, aber ich habe dann auf jeden Fall auch alles in den Paletten von Drogen. Ich habe in der Filmindustrie gearbeitet, das ist sehr normal, dass man auch mal eine ganze Nacht Koks zieht oder Ecstasy knallt oder. Und ja, ich habe mich dann natürlich in einer Zeit meines Lebens befunden, wo ich wirklich wie so dissoziiert neben mir gelebt habe. Und das war rückblickend einfach traurig natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch jetzt hier und teile diese Geschichte mit dir und kann hoffentlich andere Menschen empowern, da ehrlich mit sich selbst zu sein und sich da auch ernsthaft Hilfe zu suchen. Vor allen Dingen, weil es nicht so dieses ganz normale, ich bin abhängig, ich lebe auf der Straße, ich bin heroinabhängig, spritze mir irgendwas oder so, sondern es ist schon fast so normal. Ich habe auch gerade das Buch gelesen, jetzt als ich neulich erkältet war, von Dr. Gabor Mate, das neue Buch The Myth of Normal. Das ist so, so viele Dinge in unserem Leben oder in unserer Gesellschaft sind einfach so als normal eingestuft. Das ist so normal, dass man irgendwelche so verschriebene Sachen halt irgendwie hat. Vor allen Dingen in Amerika, ich glaube, das war so eine krasse Statistik von fast jede zweite Person nimmt irgendwie, keine Ahnung, drei verschiedene Prescription Drugs, also verschreibungspflichtiges Medikament, nennt man das auf Deutsch, ja, also für Bluthochdruck oder für Konzentration oder für Nervosität oder für Depression, also das ist so fast normal geworden, dass Menschen halt einfach so Medikamente halt einfach nehmen, ne, keine Ahnung, hat man ein Wehwehchen, knallt man sich halt einfach irgendwie mal schnell was rein und gut ist so ungefähr. Das Ding ist, dass bei mir eine Abhängigkeit immer geblieben ist. Ich habe ja dann, vor allen Dingen bin ich ja die Arbeit auch immer mehr und mehr und mehr angegangen. Also ich habe ja dann auch Therapie gemacht und habe sehr viel meinen spirituellen Weg eingeschlagen. Und da war irgendwann ganz, ganz klar, so zum Beispiel Zigaretten rauchen, das ist gar kein Vibe. Und Alkohol, da hatte ich jetzt nie so das krasse Problem mit. Also das war jetzt nie so, dass ich mich als Alkoholikerin oder sowas bezeichne, nie im Leben. Also ich habe dann, wenn, dann eher einen Joint geraucht, als was ich Alkohol getrunken habe. Das Ding war,
also ne, auch als ich aufgehört habe, so härtere Drogen zu nehmen und so weiter und so fort, was auch einfach so wieder normal war. Also ich war jetzt wirklich, das ist so die Berliner Clubszene und sowas, da war ich halt einfach dabei, hatte da trotzdem mein ganz normales Leben, einen Job, den ich so semi-geil finde. Weißt du, so wie die meisten Menschen, die halt irgendwie zum Teil im Kater Blau an einem Sonntagabend und sowas abhängen, ja, so, oder am Berghain oder so. Und es war halt alles so, ja, aber ich habe ja mein Leben ja gemacht und das war so normal, halt einfach so feiern zu gehen und sich zuzudröhnen, ja. Es war halt einfach alles normal. Und dann meine spirituelle Reise angefangen, dann habe ich schnell die Zigaretten gekickt. Also das war so eine große Abhängigkeit, die ich mit Hypnose gekickt habe, war ich super happy drüber. Dann natürlich auch in den letzten, vor allen Dingen so in den letzten 5 Jahren, so gut wie gar nicht Drogen genommen. Also wirklich keine so Drogen, wie ich sie früher genommen habe oder so. Aber eine Sache habe ich nie losgelassen und das ist das Gras. Ja, das Gras habe ich nie losgelassen. Ich habe auch nie drüber geredet, natürlich, weil für mich war das so eine Sache, das war keine Abhängigkeit. Also ich habe regelmäßig gekifft, bis vor ein paar Monaten. Das war mein großes Erwachen. Habe das aber nicht als Problem gesehen. Das war so normal. Das war so mein verschriebenes Medikament. Ja, weil das ist ja normal. Ja, bei vielen Leuten haben wir ein verschreibungspflichtiges Medikament und für mich war das Gras. Und ja, in Deutschland ist es nicht legal, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so drüber geredet. Aber in Orten wie Kalifornien, in Orten wie Kanada und in ganz vielen anderen Orten auch auf der Welt ist es legal. Ja, und deswegen war das für mich immer so eine Sache so, ja, who cares? Also wenn ich irgendwie Feierabend mache, dann rauche ich halt ein bisschen Gras. Und ich war auch nie so eine Dauerkifferin, also ich habe es nicht von morgens bis abends geraucht, also wenn, dann habe ich abends so geraucht und habe mir einen Joint gedreht und habe dann halt irgendwie, keine Ahnung, meinetwegen 3-4 Mal dran gezogen, also ein Joint hat mich dann auch irgendwie mal ein paar Tage irgendwie gehalten, ja, und das waren alles so Dinge, wo ich immer mir das schön geredet habe, also ja, naja, Nicole, ganz ehrlich, also so ein bisschen wie du kiffst, ja, was ist denn hier irgendwie so das große Problem, ja, du hast so ein erfolgreiches Business aufgebaut in den letzten Jahren, du hast so eine wunderschöne Beziehung, du hast so tolle Freundschaften, du hast dein Traumhaus manifestiert, du hast dein Traumleben manifestiert, dein Traumkörper, bla bla bla. Also mein Verstand hat mir das immer schon sehr schön geredet. Dann ist es doch nicht so schlimm, wenn du abends halt mal ein bisschen kiffst. Who cares? Das hilft dir ja. Es hilft dir, irgendwie runterzukommen, was einfach eine totale Lüge war, weil ganz ehrlich, es gibt Menschen, die kiffen und dann setzen die sich irgendwie hin und chillen. Bei mir war das so, ich habe gekifft und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe einfach weitergearbeitet. Ich habe mir solche Sachen zum Beispiel, gutes Beispiel, jetzt im Februar dieses Jahr, habe ich einen halben Joint oder was auch immer geraucht und habe mir WordPress, also das ist eine Website-Building-Tool, also damit baut man Webseiten, habe ich mir einfach mal über so 5-6 Stunden komplett selbst beigebracht. Ja, ich setze mich dann dahin, gucke YouTube-Videos und gehe da so voll so puff rein. Und ja, da hat mir auch Gras bei geholfen, aber warum denn mit Gras das machen? Warum denn jeden Abend oder fast jeden Abend regelmäßig Gras rauchen? Warum? So, aber ich habe das nie hinterfragt, nie. Und das Ding ist, und jetzt kommt es ganz, ganz interessant, ich mache ja oft in meiner Arbeit als Coach, ja, als Manifestation-Expertin auch Identitätsarbeit. Vielleicht, wenn du schon mal bei mir in der Arbeit warst, dann kennst du das. Das ist so quasi diese Frage, wer darf ich sein, um XYZ zu manifestieren. So, wenn ich zum Beispiel einen Spiegel-Bestseller manifestieren will, ja, und diese Frage kommt, okay, um ein Buch zu schreiben, ja, wer darf ich werden, wer darf ich sein, also welche Version meiner selbst darf ich verkörpern? Ich nenne das gerne so die High-Value-Version meiner selbst. Und das sind so Fragen, die dir helfen. Das teile ich ja oft auch, das wirklich im Journal zu machen. Und ich mache ja alles, was ich dir beibringe, alles, was ich mit dir teile, mache ich selbst. Alles, ja? Also ich würde dir nie irgendein Coaching-Tool an die Hand geben, wenn ich nicht selbst tried and tested habe. Das heißt, diese Identitätsarbeit, mit der ich immer arbeite, mache ich natürlich selbst ganz viel. So, in meinem Fall jetzt, als ich zum Beispiel mir die Frage gestellt habe, um ein Buch zu schreiben, ja? Um zum Beispiel Spiegel-Bestseller-Autorin zu werden, weil Spiegel-Bestseller-Autorin bedeutet, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen den Zugang haben zu deinem Buch, zu deiner Message, zu deiner Vision, zu deiner Arbeit. So, um eine spiegelbessere Autorin zu sein, wer darf ich werden? Welche Version meiner selbst darf ich verkörpern? Und dann diese Fragen, so wie denkt die, wie fühlt sie und auch, was lässt sie los? Die Version deiner selbst, die einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, was hat sie losgelassen? Und jetzt kommt's. Weißt du, wie oft meine Intuition zu mir gesagt hat, die kifft nicht.
Ganz ehrlich, die so oft, okay, und ich war immer so, da kam so schnell mein Quatschi rein und war so, oh, das ist aber nicht meine Intuition, obwohl ich meine Intuition gut kenne. Das ist nicht meine Intuition, das ist, okay, meine konditionierte Stimme, die irgendwie noch glaubt, weil Gras illegal ist, in Deutschland vor allen Dingen, ist es irgendwie falsch und schlecht. Okay, also ich bin so, oh my God, I can't believe it. Also ich jetzt, wenn ich so zurückdenke, ich so, wow, habe ich einfach einen clever Quatschi im Kopf. Also unser Ego ist einfach sowas von smart und gibt uns so viele Stories, warum wir etwas nicht loslassen sollten, okay, und warum das ja eigentlich gut ist. Und dann kam sowas, dann kam mein Quatschi, hat mir solche Argumente geliefert wie, ja, guck dir doch mal jemand an wie Joe Rogan. Ich liebe Joe Rogan, einer meiner Lieblingspodcasts auch. Der raucht auch Gras in seinem Podcast mit Elon Musk und solche Sachen. So, der kifft regelmäßig. Das sind mir Leute aus der Filmindustrie angefallen, die ich inspirierend fand, die haben auch gekifft und ganz viele Leute aus Silicon Valley und so interessante Entrepreneurs. Also ich habe mir immer so viele Stories erzählt, warum das einfach cool ist, das zu machen. Und ich wollte davon einfach nicht loslassen und habe einfach mir immer Gründe genannt. Auch wenn meine Intuition dann gesagt hat, ja, aber die Version deiner selbst, die das und das und das manifestieren will, die kifft halt nicht. Die raucht halt einfach kein Gras, die konsumiert halt nicht und betäubt sich halt nicht. War das für mich immer so bäm, bäm, bäm. Und ich habe es auch nie mit Betäuben gleichgestellt. Nie. Für mich war es normal. Es war einfach normal. Ich war einfach nur stolz, dass ich alles andere gekickt habe. Und ich dachte mir so, naja, eine so Sache muss man ja haben. Das sagen ja auch immer ganz gerne die Leute, die ihre Zigaretten rauchen. Ne? So eine Sache muss man ja haben. So, ne? Oder die Leute, die sagen, ach komm, das ist jetzt meine Belohnung am Abend, dieses Glas Wein oder diese Schokolade oder. Ja? Oder ach komm, ich belohne mich jetzt damit, jetzt doch noch eine halbe Stunde auf Social Media zu sein. Ja? Und das ist halt einfach so krass, wie unser Verstand halt einfach in dem Moment halt etwas braucht im Außen, um ein gewisses Gefühl zu erzeugen. Und das hatte ich mit Gras. Ja? Und du hast es vielleicht mit was anderem. Schreib mir bitte, von was du abhängig bist. Ich hoffe, dass du da dem Ganzen jetzt vielleicht ein bisschen Licht geben kannst, das Ganze ein bisschen beleuchten kannst, weil es ist einfach so wichtig. So, jetzt erzähle ich dir aber, wie es weitergeht. Wie bin ich denn dazu nach fast 20 Jahren aufgewacht? Ja, das war in meiner Ayahuasca-Zeremonie im Juni ein großes Thema. Witzig, weil ich habe ja eine Podcast-Folge zu Ayahuasca aufgenommen im Juni. Und ich werde sie verlinken in den Shownotes, kannst du dir nochmal anhören, wenn du die noch nicht gehört hast. Und da habe ich mit dir alle Erkenntnisse geteilt, bis auf die ganz klare Message von Ayahuasca, dass ich nicht mehr kiffen sollte und auch kein Alkohol mehr trinken sollte, dass ich das nicht brauche. Das ist nicht meins. Und das habe ich in meiner Podcast-Episode nicht erzählt, weil das habe ich mit, da hatte ich keine Zeit für. Da war ich so, Ayahuasca, also ich nehme ja all diese großen Erkenntnisse mit, die du mir da gibst, ja, die drei Zeremonien, die ich da im Juni gemacht habe, waren ja sehr intensiv und ich habe da sehr tiefgründige Aha und neuronale Shifts gehabt, aber ich war so, ne. Also da war so ein Widerstand in mir, habe ich ja auch in der Podcast-Episode von der Übergangsphase erzählt. Da war so dieser Widerstand, der war so, du kannst mich mal am Ohr schlecken, also das Kiffen nimmst du mir nicht. Und auch das Alkohol, fein, ich meine, so viel, wie gesagt, ich bin jetzt nie so eine krasse Trinker gewesen. Also von da war ich so, mein Gott, also Ayahuasca, also dieses bisschen, wo ich trinke und dieses Kiffen, nein. Und da kam ja dann so mein Widerstand und dann habe ich ja wirklich so im Juli, August, so die Monate, die danach kamen, so doppelt alles gemacht. Doppelt getrunken, doppelt, also so richtig so, jetzt erst recht. Das ist immer so ein krasser Widerstand in mir. Das habe ich ja in der Podcast-Episode erzählt, in der Übergangsphase. Ich verlinke das alles, falls du da jetzt gerade neu bist im Podcast und keine Ahnung hast, von was ich spreche. Aber ne, da war dieser starke Impuls, ich will Mama werden und dann war aber auch so diese ganz klare Impuls von Ayahuasca, so hör auf, so deinen Scheiß zu betäuben, feel it, ja, sit with it. Und ich so, bam, nein. Und ich kann dir sagen, so, dieser ganze Prozess hat im Juni angefangen und es ging jetzt über die letzten Monate und es war heavy. Also es war einfach heavy, weil erstmal dieser krasse Widerstand. Und dann irgendwann so diese Erwachung, dass warum dieser Widerstand gerade da ist und natürlich auch so dieses ehrliche Hinschauen, warum betäube ich mich eigentlich seit gefühlt fast mein ganzes Leben, ja? Das ist ja auch weh, weil man muss ja dann erstmal so diese Schattenanteile und diese Traumata und diese Dinge anschauen und das ist ja auch etwas, was ja erstmal sehr, 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 sehr unbequem ist. Weil das war auch spannend in meiner Ayahuasca-Zeremonie, als Ayahuasca zu mir gesagt hat, Nicole, du brauchst es nicht, also hör auf, dich zu betäuben und so. Als dann von mir auch die Frage kam, so, warum betäube ich mich überhaupt? Das war auch so etwas, wo ich dann auch so ganz schnell weg bin. Ich will das gar nicht wissen, so ungefähr, ja? Also ich war dann noch nicht so ready, um hinzuschauen und dann kam erstmal so der Widerstand und ich
ich habe so immer gesagt, so meine Ayahuasca-Zeremonie hat im Juni angefangen und im Oktober aufgehört, weil dann ganz spannend, und ich erzähle dir den Moment, wo ich auf einmal dieses Boom hatte, diesen Moment hatte, wo ich auf einmal festgestellt habe, scheiße, ich bin abhängig von Marihuana, ja. Das war so, das war wie so meine Spirit Guides, die um mich rum eine Party gefeiert haben. Sie hat es endlich gerafft. Und es war spannend, weil ich hatte ein ziemlich heavy, so die September auch, und ich habe dann alles in Exzess gemacht, exzessiv gearbeitet, exzessiv mich mit Freunden getroffen, exzessiv irgendwie am Alkohol getrunken, also jede Möglichkeit genommen, Gras geraucht, ja. Und dann war ganz spannend, weil ich bin ja dann auf diese Reise gegangen im Oktober, hast du vielleicht mitbekommen, wo ich ja wirklich einige Retreats und einiges an Healing Journey, Weiterbildungen und so weiter nochmal gemacht habe. Und das war spannend, weil ich bin aus Namibia weggeflogen und bin in Barcelona, das war mein erster Stop, und dann war ich außerhalb Barcelona und war da fasten für eine Woche, und ich bin wirklich in Barcelona gelandet und ich war da echt ein paar Stunden und mir ging es scheiße, mir ging es auch den ganzen September schon irgendwie scheiße, in Form von, dass ich unglaublich viel schlaflose Nächte hatte, also es hatte da schon angefangen, so der, im September so ist das Erwachen so langsam losgegangen, so ich habe gemerkt, so shit, also irgendwie was fühlt sich nicht mehr in Alignment an, und mir haben auch zum Beispiel, wenn ich dann abends Joints geraucht habe oder einen Joint, was auch immer, dann hat mir das so, es hat so eklig geschmeckt, also es war einfach so, aber ich habe so gekämpft, das war so krass, ich habe so, da war so ein Anteil, nein, und dann kam ich wirklich in Spanien an, und spannend, weil im Juni war ja auch meine Ayahuasca-Zeremonie in Spanien, das war so, als ob ich wieder so in dieser Energie war, und auf einmal war, es war wirklich wie so Schuppen, die mir von den Augen gefallen sind, so, fuck, ich so, ich bin abhängig von Gras, und dann habe ich Max angerufen, meinen Mann, und dann habe ich dem das sofort erzählt, und der war so, hä? Weil der ist eigentlich so super, also Max konsumiert gar nicht, gar nichts so wirklich, der ist so der super healed human, sag ich immer, und der hat das auch nicht so wahrgenommen, dass ich, weil ich ja nie so eine krasse Dauerkifferin war oder so, und abends so ein bisschen, und der ist auch so super entspannt mit Marihuana, weil Marihuana ist auch eine Pflanze, und ich bin immer noch der Meinung, auch wenn ich jetzt und nie wieder kiffen werde, da werde ich gleich zu kommen, das ist auch etwas, was trotzdem immer noch meiner Meinung nach viel besser ist als Alkohol, ja, trotzdem, also finde ich, nur weil das illegal ist in vielen Ländern oder wie in Deutschland zum Beispiel, finde ich, bin ich der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, nicht, dass ich jetzt hier irgendjemanden auf den Schlips trete, ja, es ist meine persönliche Meinung, weil das einfach normal, es bringt dich auf jeden Fall einiges mehr in deinen Körper als Alkohol, was einfach total das Ego steuert, ja, also ich sag nur, ne, und Max ist da genauso eingestellt, obwohl er selber gar nicht konsumiert, und deswegen hat Max das auch nie als Problem wahrgenommen, weil ja unsere Beziehung, ich meine, war ja wundervoll, ja, mein Beruf wundervoll, also es hat ja alles wundervoll funktioniert, also es war ja nicht irgendwie, dass mein Leben, so wie jetzt, wenn du jetzt irgendwie stark koksabhängig bist oder heroinabhängig bist oder Crystal Meth oder diese ganzen komischen Sachen, dann ist es natürlich eine ganz andere Nummer, dann ist es so, ja, und deswegen will ich auch darüber sprechen, weil oft so diese Abhängigkeiten, wie auch Netflix, wie zum Beispiel eine Kaufsucht, die ich übrigens auch hatte in meinen 20ern, ja, das ist so normal, und das beeinflusst gar nicht so krass unser Leben. Also in manchen Fällen ja, natürlich, aber manchmal ist das auch so ganz nuanced, das ist so subtle, also es ist so, es schwingt so mit, und wir leben nicht so wirklich unser authentisches Ich, aber dann wiederum leben wir trotzdem irgendwie ein Leben, was so funktioniert und was sogar vielleicht in unserer Gesellschaft sogar als yeah, weißt du, als irgendwie gut angesehen wird, als irgendwie eine erfolgreich angesehen habe. Ich meine, Gott, wie viele wirklich erfolgreiche, also ich spreche jetzt mal von gelderfolgreichen Menschen, die ich kenne, die jeden Abend halt irgendwie zwei Gläser, drei Gläser Wein trinken, um runterzukommen und sich dann ganz viele Stories erzählen, warum das gut ist. Und das ist so normal. Oder wie viele Menschen, die du kennst in unserer Gesellschaft, die wirklich erfolgreich sind, und die wirklich auch sehr übergewichtig sind, weil sie ganz, ganz viel essen, weil das deren normales Jahr einfach viel zu essen, und das ist deren Normal. Und ich möchte einfach, dass wir in meiner Arbeit, ich möchte, dass wir anfangen, dieses Normal zu hinterfragen, was wir als normal machen, diese Box, die wir uns irgendwann angeeignet haben, wo wir drin sitzen wie so kleine, ja, wie so kleine Häschen und dann nicht rausgehen, weil wir denken, ja, das ist ja unser Normal. Und so war das mit mir, mit dem Gras, ja, und auch mit anderen Dingen. Das war einfach so das mein Normal. Und ich will auch, dass du mal hinterfragst, was dein Normal ist. Ist es normal für dich, einfach jeden Abend Netflix zu gucken. Jeden Abend. Sorry, aber auch Netflix, das ballert uns zu. Auch Netflix
ist eine Form der Betäubung, ja. Und vielleicht sagt dein Verstand jetzt so, oh ja, ein Glück bin ich nicht so wie Nicole, also gekifft habe ich nicht, ja. Wenigstens ist es nur. Und weil so habe ich auch immer gesagt, naja gut, wenigstens trinke ich keinen Wein, weil scheiß auf Alkohol, das ist so das ungesündeste ever, was man für den Körper, oder wenigstens rauche ich keine Zigaretten mehr. Oder wenigstens bin ich nicht mehr am Kaufsucht und kaufe nur noch, wenn, dann sehr bewusst nachhaltig. Und das stimmt auch alles. Ich habe da auch super viel geheilt, ist klar. Ich muss nicht mehr zu H&M oder zu diesen komischen ganzen High-Street-Stores rennen und mir da irgendeinen Scheiß kaufen. Ja, aber trotzdem, dieses wenigstens mache ich nicht, was Nicole macht oder was die Person macht. Aber guck dich an, weil das war auch nochmal für mich wichtig und es ist auch wichtig für mich nochmal kurz zu sagen, ich gehe hier nicht gegen Cannabis. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist auch ein Medikament, was vielen Menschen hilft und was mir vielleicht auch in Momenten geholfen hat. Weißt du, das Ding ist, es hat mir nicht gedient, meinen Weg, weil das ist mir auch nochmal klar geworden in den letzten Monaten. Es ist egal, ob Joe Rogan in seinem Podcast, obwohl den Millionen über Millionen von Menschen hören, Gras raucht, okay, ich bin nicht Joe Rogan. Für mich funktioniert Gras nicht und nicht mehr. Ich gehe jetzt mal vom Hier und Jetzt aus und auch Alkohol nicht. Ich trinke jetzt auch seit den letzten Monaten nicht. Mein Gott, geht's mir gut. Ich brauche das nicht. Ich brauche kein Alkohol, kein Gras. Ich muss mich nicht betäuben. Ich habe genug Arbeit gemacht, ja, so viel Healing freaking Work und diese Ehrlichkeit zu mir selbst, dieser Moment, wo ich wach geworden bin, du kannst ja nicht glauben, wie, das war so für mich so, wow, das war einfach so, boom. Ich habe auf einmal in mir eine Freiheit gespürt, weil das ist, was es ist. Ein erfülltes, glückliches Leben leben wir, wenn wir frei sind, wenn wir frei entscheiden können, wenn wir frei entscheiden können, was wir konsumieren wollen, was nicht. Mein Leben, und das ist mir jetzt erst bewusst geworden, ihr Lieben, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, das ist eigentlich so crazy, wenn ich darüber nachdenke, hat sich so krass nach dem Kiffen gerichtet. Alter Schwede, das ist so krass. Ich habe so oft meine Abende so geplant, dass ich halt abends am liebsten sitze und einen Joint rauche und ich mache dann Sachen, ne? Wie gesagt, also ich habe ja nicht dann gechillt. Ich habe ja dann irgendwie noch an irgendwelchen Sachen rumgebastelt oder habe meine ganzen Papierkram aussortiert oder habe noch geputzt oder habe irgendwas, weißt du, irgendwas gemacht. Bloß nicht einfach in den Seinszustand sitzen und sein, weil das mache ich in meiner Meditation und ne, deswegen, das war auch Tick, ja, genug irgendwie im Seinszustand verbracht und dann abends das Rauchen und zum Beispiel habe ich nie abends Yoga gemacht, weil ich bin nie Auto gefahren, wenn ich Gras geraucht habe, auch wenn ich nur so wenig geraucht habe, das war egal, ich wollte nicht Auto fahren, damit war ich nicht comfortable. Das heißt, ich konnte abends eigentlich außer Freunde treffen, weil dann habe ich einfach gekifft, das war mir egal und meine Freunde ich hatte auch viele oder habe viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, vor allen Dingen, die auch immer mal wieder einen Joint geraucht haben und vor allen Dingen, sind nicht so die regelmäßigen unbedingt Kiffer gewesen wie ich, aber die haben dann mit mir einen Joint geraucht, weil ich ja den Joint geraucht habe und dann waren die so, ja, okay, whatever, die hatten nur vielleicht für sich selbst das Gras nicht zu Hause, ne, das ist ja auch okay. Hey, wenn man ab und zu mal einen Joint raucht, also ich rede jetzt auch von diesem freaking regelmäßigen Betäuben, ja, was in den meisten Fällen in meinen Freundeskreisen gar nicht so ist, ja, das ist eher so ich, die das gemacht habe. Und deswegen ist es mir aufgefallen, wie krass ich meine Abende danach, und ich habe mich dann, so ist mein Quatsch hier dann unterwegs gewesen. Und dann zum Beispiel hier in Namibia bin ich dann in ein Yoga-Studio, habe ich mich angemeldet und wir haben jetzt nicht so wie à la Berlin, wo von morgens bis abends den ganzen Tag über irgendwelche Yoga-Klassen sind, sondern hier in Namibia ist es eher so, da gibt es Abendsklassen and that's it. Und ich war so, oh toll, nö, ich hole mir da keine Membership, weil die Klassen sind immer irgendwie um 6 oder 6:30 abends und da, mein Quatsch, da bin ich dann müde und das ist dann nicht mehr meine Zeit, ich bin ein Morgenmensch und bla bla bla. Dann die ganzen Storys, die man sich dann erzählt, warum man etwas nicht machen kann. Meanwhile bin ich so, wenn ich jetzt zurückgucke und mal ehrlich hart zu mir selbst bin, bin ich so, nee Nicole, du wolltest dann einfach deinen Joint rauchen und kein Auto mehr fahren. Let's be honest. Und dann habe ich neulich mit der Frau von meiner Schwester darüber gesprochen und die meinte dann so zu mir, ja Nicole, es ist aber auch genau dasselbe wie zum Beispiel dieser Abenddrink. Ja, dieser Abenddrink, den die Leute auch als normal sehen, also du hast jetzt vielleicht irgendwie am Joint gezogen, aber andere sind dann so, ja, in Namibia nennt man so den Sundowner-Drink, ja, also es ist diese Sache von, nee, ich gehe nicht um 6 zum Yoga abends, weil da trinke ich mein Glas Wein, das ist so mein Runterkommen. Und Leute, es ist doch nicht normal, wenn wir immer was brauchen im Außen, um runterzukommen, um den Feierabend abzuschließen, ob es Essen ist, ob es jetzt irgendwie mal ganz kurz auf online amazon.com gehen und da irgendeinen Scheiß kaufen, was wir nicht brauchen, ob es jetzt irgendwie das Glas Wein ist, weil auch so diese Sache von ein Glas Wein am Abend ist gesund. Das hat irgendeine Cosmopolitan oder irgendein komisches Magazin mal gesagt. Das ist
A, nicht wahr, wenn man sich mal wirklich mit der Wissenschaft damit auseinandersetzt, ist es so, nein, Alkohol ist tatsächlich extremst ungesund, weil das auch durch jede Zelle, durchs Blut und überall reißt. Also das ist so, ich sage es auf Englisch, auch egal, aber es ist so cell water soluble. Also ich beschäftige mich da auch, Andrew Huberman, google einfach mal Andrew Huberman, the effects that alcohol has on brain and body. Da findest du sofort eine richtig krass scientific, also wissenschaftliche Podcast-Episode, die mit dir teilt, warum Alkohol einfach nicht geil ist. Ja, fühlst du ja auch, wenn du einen Kater hast, ja. Und ich möchte auch jetzt nicht alles so, ich habe gerade schon mitgekriegt wieder, ich rede es schlecht, ich will es nicht schlecht reden, weil ich weiß auch, dass ein Abend mit deinen Freundinnen Rotwein trinken total healing sein kann, ja. Also bitte jetzt nicht denken, oh mein Gott, ich muss jetzt aufhören, alles zu machen. Und nein, darum geht es nicht. Es geht nur darum, die Dinge mit einer Intention zu machen. Das ist für mich so die größte Sache. Und ich sage jetzt auch nicht, ich werde nie wieder in meinem Leben Alkohol trinken. Ich jetzt gerade, glaub mir, ich habe so ein newfound freedom zurückbekommen, dass ich so bin, so mein Gott, ich will gerade gar nichts konsumieren. Für mich ist gerade so diese Freiheit, die ich das erste Mal spüre nach so vielen Jahren, einfach so wertvoll, dass ich überhaupt nicht in einem anderen Zustand sein möchte als im Hier und Jetzt bei mir. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl. Ich bin aber auch nicht die Person, die jetzt sagt, oh mein Gott, das ist alles so schlecht und die Spirituelle, du bist nur spirituell, wenn du keinen Alkohol trinkst. Bullshit. Das ist Bullshit. Wenn du einen Abend hast mit deinen Freunden und da geilen Wein trinkst oder whatever und den schönsten Abend deiner Zeiten hast und lachst und einfach loslässt und genießt, hey, go for it, ja. Aber schau, warum du es machst. Schau die Regelmäßigkeit davon. Wenn du jedes Wochenende Alkohol trinkst, I'm sorry, ask the question why. Warum kannst du nur mit Alkohol Spaß haben? Warum können Menschen nur mit Alkohol Spaß haben? Guck dir Menschen an. Auf einmal legen sie alle in den Arm und schaffen Verbundenheit. Warum können wir nicht Verbundenheit herstellen, wenn wir nüchtern sind, wenn wir einfach sind? Ja, das ist die große Frage dahinter. Auch wenn du ab und zu Gras rauchst. Hey, wenn du Gras mit einer Intention connectest, ja, mit einer ganz klaren Absicht, dann ist es okay, gerade ein Joint zu rauchen. Ich bin total für Marihuana, immer noch, ja. Trotzdem werde ich persönlich, weil das bei mir so eine langjährige Sucht ist, nicht wieder Marihuana rauchen. Das ist so wie du, ein Alkoholiker kann einfach nie wieder Alkohol trinken. Das ist einfach für mich eine ganz klare Entscheidung gewesen. I will never smoke weed again. Puh, wenn ich das sage, da bin ich so, wow, da geht ganz viel in meinem Körper los. Aber das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich eine ganz klar starke Abhängigkeit festgelegt habe. Das war nicht nur hahaha, mal ab und zu hier dann Gras rauchen und lachen. Nein, das war viel, viel, viel tiefer. Das war ein ganz klares Betäubungsmittel für mich. Und du musst gucken, was ist dein Betäubungsmittel? Ist es Shoppen? Ist es Alkohol? Ist es Weed? Ist es Instagram? Ist es YouTube? Sind es toxische Beziehungen, toxische Gedanken, Essen, Netflix? Ja, immer das Neueste auch kaufen. Oh Gott, jetzt das neueste iPhone raus, jetzt muss ich das Neueste haben. Mit was möchtest du dieses Loch füllen, was da ist? Weil da einfach ehrlich zu sein, ist der erste Schritt, wie wir mit unseren Dingen umgehen, mit denen wir uns betäuben. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Dieser Moment, wo ich es mir selbst eingestanden habe, das mit Max geteilt habe, mit meinem Coach geteilt habe, mit der ich gerade arbeite, ja, einfach da saß und war so, shit, und dem einfach zugestimmt und gesagt, so, fuck, ich bin abhängig. Weil nur dann können wir uns auch Hilfe suchen, wenn wir dem Ganzen wirklich mal Raum geben und sagen, so ist das. Ja, das ist so. Und dann können wir natürlich die nächsten Steps gehen. So, in meinem Fall waren die nächsten Steps Horror. Okay, ich habe vor allen Dingen 2 Wochen, und das war spannend, weil das war auch so die Entscheidung, weil wir sind ja körperlich gar nicht abhängig von Gras. Also du kannst ja physiologisch nicht abhängig sein von Gras, nur psychisch. Ja, aber ich war irgendwo physiologisch abhängig, weil ich habe so scheiße geschlafen. Ich hatte Nachtterrors, also ich habe wirklich so Nachthorror gehabt, krasse Träume, schweißgebadet wach geworden, habe so gut wie gar nicht geschlafen. Also wirklich so, ich war ja dann auch auf meiner tiefen spirituellen Reise da im Oktober, war am Fasten, hab's mir so richtig hart gegeben, also richtig Entzug auf jeder Ebene. Aber es war nicht nur der Entzug, es war die Entscheidung auch. Es war dem ganzen Raum geben, das Ganze beleuchten, hin zu hinterfragen, warum betäube ich mich eigentlich so sehr? Ja, da natürlich intensivst, tiefst nochmal in die innerliche Kindheilung gegangen. Da wirklich nochmal Schattenarbeit gemacht. Das kann ich jetzt mit dir so über den Podcast nicht machen. Dafür komm zu Manifest Like a High Value Woman, weil das wird nächstes Jahr ein Programm, was über
bis zu 6 Monaten geht. Wir sind da gerade am Konzipieren, wo wir so intensiv zusammenarbeiten, weil ich natürlich diese ganze Arbeit jetzt einmal selbst nur durch musste. Und ich sage nicht, wenn du jetzt stark abhängig bist von etwas wie, keine Ahnung, Heroin oder was auch immer, ich möchte nicht, dass du glaubst, dass ich jetzt qualifiziert bin und jetzt hier irgendwie eine Ärztin bin. Bin ich nicht, ja. Ich gebe dir das weiter, was mir geholfen hat und das ist, wie meine Arbeit aufgestellt ist und so habe ich Erfolg in den Leben meiner Klientinnen, also oder so haben meine Klientinnen, so haben die Erfolg, ja, that's how I work und that's how I help heal. Falls jetzt irgendjemand sagt, was, du kannst doch nicht mit Suchtkranken arbeiten oder was auch immer, ganz ehrlich, also dann könnte ich fast mit niemandem arbeiten, weil ich sag dir jetzt auch nochmal, wir leben in so einer consuming culture und das meiste ist einfach normal, das wird einfach nicht als Abhängigkeit dargestellt, das wird einfach so, das wird einfach als das Normalste der Welt dargestellt und ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen auf irgendeine Art und Weise von irgendetwas abhängig ist. Aber okay, aber ich kann nicht mit dir jetzt so in diese tiefe Arbeit reingehen, die ich selbst durchgegangen bin über die letzten Monate, weil das ist tiefe, tiefe, tiefe Arbeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich das konnte, dass ich mir diesen Raum nehmen konnte, dass ich mein Business zu einem Level aufgebaut habe, dass ich mir die tollsten Mitarbeiterinnen manifestiert habe, die mich da supportet haben in Form von, dass Dinge sogar weitergelaufen sind. Ich habe großartige Masterclasses gelauncht. Ja. Ich bin unglaublich stolz, dass ich trotz des Entzugs ja, da weitermachen konnte. Und da sehe ich auch, weißt du, ich erkenne mich auch selbst an für die ganzen Prozesse, die ich persönlich durchgehe, weil ich habe als Vision, der Welt mich zur Verfügung zu stellen. Vor allen Dingen mein authentisches Ich zu 100% zu verkörpern, mir zu erlauben, wirklich meine Wahrheit zu leben und diese ganzen Zwiebelschalen abzuziehen, bis ich an meinen eigenen Kern komme, ja, so wie ich geboren bin. Wir sind alle ganz geboren und haben dann im Laufe unseres Lebens, aufgrund der traumatischen Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, haben wir so wirklich wie so ein zerschmettertes Selbst. Und in meiner Arbeit und in meinem eigenen Weg, weil ich musste den Weg selbst gehen, damit ich es auch weitergeben kann, geht es darum, dass ich diese ganzen verschiedenen Teilchen wieder zusammensammle. Und genau das wünsche ich mir für dich. Das ist meine Vision, dass wir Menschen uns daran erinnern, was wir irgendwann mal wussten, dass wir wieder dahin zurückfinden, was für uns eigentlich der natürliche Zustand ist. Freiheit, Leichtigkeit, Liebe, Vertrauen. Vertrauen, vor allen Dingen Vertrauen, ja. Und das ist, was ich in den letzten Monaten für mich wieder gewonnen habe, indem ich das Ganze erstmal beleuchtet habe und dann natürlich die Steps gegangen bin, um das Ganze für mich zu heilen. Und hey, ganz ehrlich, ich bin immer noch mittendrin, ne? Nicht jetzt so denken, wow, krass, Nicole, da bist du 20 Jahre grasabhängig, jetzt chillst du hier und denkst dir so, yay, ist alles gechillt. Nein, ist es nicht. Ich deal gerade immer mal wieder mit Anxiety-Themen, ja, also Nervosität, Panik, innerlich, wo ich normalerweise vielleicht einen Joint dann abends geraucht hätte und alles wäre gut. Und es geht aber auch immer wieder vorbei und ich habe die nötigen Tools, ich bin sehr schnell in meinem Körper und erkenne mich schnell an und verankere mich dann auch in mein High-Value-Self und merke jetzt einfach schon so eine unglaubliche Veränderung in meinem Leben, seitdem ich diese Dinge losgelassen habe. Ich konsumiere gerade alles weniger, auch Instagram konsumiere ich weniger und alles sehr, sehr bewusst, ja. Immer mal wieder, auch wenn du dein Handy hochhebst, dir die Frage zu stellen, warum hebe ich das jetzt gerade hoch? Was ist jetzt meine Absicht dahinter, mein Handy hochzuholen und da zu scrollen oder zu schauen oder wovor möchte ich gerade wegrennen, was möchte ich gerade nicht fühlen? Und diese Frage, weil das ist schon so, dass auch in mir noch Dinge drin sind, wo ich so denke, so, oh, ich will dich jetzt am liebsten nicht fühlen, aber sich dann wirklich einfach mal kurz hinzusetzen und wirklich mal kurz im Körper reinzuspüren, vielleicht die Hand dahin zu legen, wo das Gefühl gerade ist, da kann ich dir jetzt leider nicht zeigen, ich habe auch ein paar Übungen einfach, wo du vielleicht einfach mal so ein bisschen deine Thymusdrüse, also hier oben quasi im Brustbereich so tappst, das hilft sehr dolle, auch EFT-Tapping hilft unglaublich. Und dann mache ich gerade auch unglaublich viel Yoga, also Body, Mind and Spirit wirklich in Alignment zu bringen, ja. Ich mache viel HIIT-Training, ich versuche auch auf meine Ernährung krass zu achten, also alles, was so das Nervensystem reguliert, mache sehr, sehr viel Körperarbeit, Tanz, schüttel mich aus, also wirklich auch wirklich auf körperlicher Ebene diese Traumata loszulassen, ja. Ja,
Und dann habe ich noch Hypnose gemacht, da kann ich aber auch nochmal ein anderes Mal drüber reden. Ich mache dann viel, ja. Und ich freue mich aufs neue Jahr, ich freue mich auf alles, was kommt, ja. Ich bin so glücklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und manchmal habe ich scheiß Angst und das ist auch okay, das gehört zum Leben auch mit dazu und das gehört auch zu diesem Prozess mit dazu. Aber es ist einfach für mich gerade, es hat sich so eine neue Welt eröffnet, es hat eine Welt der Freiheit sich eröffnet. Deswegen, ich lade dich ein, sei beim Bootcamp mit dabei. Der Bootcamp, den ich Anfang des Jahres hoste, wird sowas von geil. Da wird so eine krasse Lebensenergie mitschwingen und vor allem ohne Betäubung. Ja, wir können das alles ohne Betäubung machen und vor allen Dingen kann ich dir jetzt schon sagen, also wir gehen da gemeinsam los und schaffen dir einen Actionplan für den 2023 und ich freue mich schon so auf deine Nachricht von 2023, wo du mir sagst, Nicole, oh mein Gott, was ist eigentlich 2023 passiert, weil wenn du jetzt immer noch diese Podcast-Episode hörst, es kann sein, dass dein Quatsch, ich schon gesagt habe, schalte sie aus, ja, das brauchen wir uns nicht geben, okay, und du bist immer noch hier, dann lade ich dich wirklich dazu ein, hinzuschauen, den ersten Step zu gehen, womit betäubst du dich auf einer täglichen Basis oder meinetwegen nur am Wochenende regelmäßig, wann betäubst du dich und dann natürlich auch mal mit dieser Frage zu sitzen, warum eigentlich, warum betäube ich mich, weil das ist diese Frage, mit der habe ich lange gesessen und da kamen sehr, sehr, sehr viele, sehr schmerzhafte, aber wichtige Antworten. Und es ist einer der schönsten, schmerzhaftesten und wichtigsten Prozesse, die du jemals durchgehen willst, weil du musst dich nicht mehr betäuben, du bist sicher, du bist nicht mehr dieses kleine Kind, welches damals geschlussfolgert hat, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert, ich bin irgendwie unangemessen, ich bin falsch. Du bist nicht mehr dieses kleine Kind, du bist eine erwachsen gestandene Frau oder ein erwachsen gestandener Mann. Du bist ein Mensch, der sich persönlich und spirituell weiterentwickelt, sonst würdest du gerade nicht hier sitzen in diesem Podcast. Hören. Du kannst freaking stolz auf dich sein, dass du das tust. Ja? Du leistest damit einen massiven Beitrag. Du unterbrichst damit einen Kreislauf in deiner Familie, in deiner Ahnenlinie. Du heilst damit deine ganze Ahnenlinie mit. Das ist ein massiver Beitrag, den du tust. Ja? Also sei stolz auf dich und sei ehrlich mit dir selbst, weil das ist meine größte Stärke, ist diese Ehrlichkeit, die ich mit mir selbst habe. Immer und immer und immer und immer wieder. Und wir kommen auch nie an. Wir sind nie da. Guck mal, wie ich in den letzten 5 Jahren mir mein krassestes Traumleben manifestiert habe, wirklich auf allen Ebenen und trotzdem abhängig war von Marihuana. Meine Güte. Und im Moment bin ich so, ich habe auch gestern zu meinem Coach gesagt, ich so, wow, ich fühle mich im Moment so bewusst, so, ich habe so das Gefühl, so, da ist gerade nichts so unaufgedeckt, so, weil das Gras, das war immer noch so ein bisschen so etwas, was so nicht aufgedeckt war, weil das war einfach so mein Normal, whatever. Und jetzt bin ich so, momentan, nicht so, wow, ist alles so aufgedeckt, ist alles so ehrlich, ist alles so authentisch, ist alles da. Und dann war ich so, aber da ist bestimmt auch irgendwas anderes, was wahrscheinlich noch nicht aufgedeckt ist. Weil das ist das Leben, ja. Das geht einfach weiter und das ist auch gut so. Das ist unsere Aufgabe hier als Menschen. We evolve, wir entwickeln uns, ja. Um immer mehr zu unserem Ursprung zurückzukehren, immer mehr zu unserem Kern zurückzukehren, immer mehr zu unserer Ganzheit zurückzukehren. Und das ist ein so wunderschöner Gedanke. Ich liebe es. Okay, ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Episode gedient hat. Meine Güte, ich werde jetzt erstmal rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen, weil das einfach so, ich hätte nie gedacht, dass ich mit dir diese Podcast-Episode teile. Ich war immer die gesagt hat, boah, wenn ich dann noch so 90 bin, dann rauche ich immer noch mein Jointy. Und ja, ich weiß noch, eine Freundin hat mir auch mal so ein Magnet geschenkt, da sind so zwei Omas drauf und die eine kramt so in ihre Handtasche und die andere guckt sie einfach, die andere Oma guckt die andere nur ganz empört an und dann ist so eine Sprechblase, die sagt, oh no, she forgot the rolling papers, oh nein, sie hat die Rissler, also das Drehpapier vergessen. Kannst du es glauben? So dieses Ding klebt immer noch bei mir in Berlin, so auf der Pinnwand, weil es so ein witziges Bild, so haha, das werden wir dann sein mit 90, ne, dann werden wir, keine Ahnung, sagen, hey, hast das Gras mit und weißt du nicht, das war einfach so ein so krasser Teil meiner Identität, dass ich jetzt so bin seit den letzten Monaten, nicht so, oh mein Gott, das ist einfach so krass, dass ich das abgelegt habe und ja, also anyway, ist es also für mich extrem krass gewesen, jetzt diese Podcast-Episode aufzunehmen. Bitte teil mit mir, ob sie dir geholfen hat. Ich hoffe sehr, dass sie dir natürlich geholfen hat. Bitte teile es mit mir. Ich danke dir dafür, wenn du es mit mir teilst, weil es einfach für mich ein wichtiges Feedback auch ist, ob es dir hilft, ob es nicht nur ist, so, Nicole redet eine Stunde über sich selbst.
selbst, weil das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist, eine Stunde über mich selbst zu reden, damit es bei dir ankommt, damit du dich nicht alleine fühlst, damit du weißt, dass das wichtig ist, die Dinge zu hinterfragen, dein Normal zu hinterfragen, auch zu hinterfragen, warum wir den ganzen Kram tun, ja, weil da kommen wir ja in die Tiefe und wirklich in die Arbeit, und das ist wichtig, weil wir so einen Unterschied auf der Welt machen können. Also von daher freue ich mich, schreib mir bei Instagram bei @NicoleDavido oder info@nicole-davido.com, E-Mail findest natürlich alles in den Shownotes, auch alle Infos zum Bootcamp, kannst dich anmelden in den Shownotes. Ich freue mich einfach so sehr. Wow, ist es wieder fast eine Stunde geworden. Aber ja, war eine große Story, ne? War eine lange, große Story. Ich schicke dir jetzt so viel Liebe in deinen Tag, in deine Nacht. Fühl dich umarmt, fühl dich geliebt, fühl dich sicher, fühl dich gesehen. Ja, we are in this together, we are healing together. Danke, dass du hier bist. Danke, 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 danke von Herzen, dass dieser Podcast in jedem Monat wächst. Das ist für mich das größte Geschenk. Ich sehe dich, ich bin dankbar für dich. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du so mutig losgehst und diese Themen angehst. Ja, so much love for you. The best is yet to come. Don't forget that. Much love, deine Nicole.